finden sich durch die Streams. Durch Twitch. Oh, willkommen auf meiner Hose. Warum Hose? Oh mein Gott, der Charakter sieht so nice aus. Warte, schau mal. Sehr, sehr schön. Was ist der Bewohner? Sie hat Victor! Ich will Victor auch haben! Ich will auch Victor. Ich liebe alles an diesem Weg. Ohne Scheiß, der Wasserfall. Allein schon der Wasserfall. Ich gucke jeden Tag nach. Allein schon der Wasserfall hier so, weißt du? Das kannst du haben, Adre. Die anderen Sachen habe ich schon. Nee, Dennis, deine Stimme ist nervig. Ach, ne Fabio. Allein schon das hier, ne? Weißt du schon, mein Pommes, du hast alles. Oh mein Gott. Mit den ganzen Blumen und so. Und, warte, kann ich hier rüber? Und auch das hier, ne? Ich finde es so geil. Und man sieht das ja vom Weg aus hier, weißt du? Wirklich Schwimmerpommes. Alles gut gemacht. Ich liebe es. Oh Gott, man kommt dann hier so rein. Nee. Oh. Oh mein Gott, das ist richtig durchdacht. Man kennt es ja normalerweise in der Regel so, dass man diese Surfboards immer separat und einzeln auf dem Strand aufstellt. Aber so in Real Life sieht es halt echt so aus, weißt du? An so einer Surfboard-Bar. Und dann sind die so nebeneinander, Leute. Das ist richtig gut durchdacht. Lass mich mal. Und dann, oh, das ist. Ich liebe diesen Shop hier, ne? Mit den Schwimmklamotten. Mit den Dingens hier, Surfboards. Und dann diese Fackeln, weißt du? Alter. Oh mein Gott. Oh, lecker. Aber das ist mir ein bisschen zu nah an der Strandburg, weil so eine Strandburg in der Regel öfter alleine steht. Voll die gute Idee, ne? Guck mal, Leute, man kann hier dann so... Oh mein Gott, die hätte ich auch gerne für meinen Strand. Die hier, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die hätte ich auch gerne. Alles richtig gemacht. Oh mein Gott, diese Hocker, ich brauche die. Bro. Oh mein Gott. Digga, ist eine 5-Sterne-Insel, was du da hast. Und auch das hier, wie geil das aussieht. Ich kann dir, wenn ich fertig bin, bestellen. Yo. Ah, oh mein Gott. Schau dich mal vor allem das hier an, so. Und dann dahinter einfach ein Oh mein Gott. Leute, wie durchdacht ist das? Hier sind so Boxen, ganz normal. Wie auch in Real Life. Und dann haben wir hier vor dem DJ-Pult so eine Art Dekoration. Und das ist so, um diese Strandfeeling nochmal aufzupäppeln. Sind das so diese neuen Muscheln, die man bekommen kann. Ich liebe es. Alter. Und dann bist du hier so, weißt du? Obwohl, ich sag dir ehrlich, das Mikrofon kannst du ruhig wegmachen. Das Mikrofon kannst du wegmachen. Da musst du halt überlegen. Ja, sorry. Ich liebe alles daran. Also echt, du hast eine bis jetzt 1A die Insel, Digga. Oh mein Gott. Liebe zum Detail. Zum Detail. Ohne Scheiß. Krass. Guckt euch mal den Eingang an. Ach du Liebe. Der Eingang ist ja wirklich, guck mal, mit dem Gebüschen hier, so weißt du. Und dann ist hier so ein Baum. Und dann haben wir hier so diese kleine Wand dazwischen, weißt du? So, Alter, aber hier leckt es voll, ne? Merkt ihr das? Hier leckt es ein bisschen. Weil es hier so viele Details, also viele Sachen sind. 3.2 bis 4 abschreiben. Stream, sorry, ey, Rickets, alles gut. Dankeschön dafür. Danke, ich weiß echt zu schätzen, Rickets. Ich gebe mir auch Mühe, dass du immer und immer. Rickets, wie gesagt, ich weiß doch gar nicht, ne? Wenn wir 200 Follower hier geknackt haben auf dem Kanal, gibt es einen Giveaway-Stream. 15 Euro Nintendo-Guthaben. Verlose ich dann unter einem. Der hat 200 Follower hier auf dem Kanal. Mein Haus ist viel schlechter, meins auch. Oh mein Gott, guckt euch schon mal an, wie gefüllt das aussieht.
Wow, und dann hier auch das. Hier sieht so sick aus, ne? Ich geh mal hier rein. Noch 11 Leute. Alter. Was heißt noch 11 Leute? Ist viel, Alter. Lieben Dank an alle, die dabei sind gerade. Wow, das ist Bunny-Event. Das ist der Bunny. Ihr Bunny-Event-Room. Was? Sehr, sehr schick. Wirklich sehr, sehr gut. Mach die 200 voll. 100 haben wir ja schon. Ey, Schwimmbad-Pommes, deine Insel ist richtig nice. What? Das ist doch... Oh mein Gott, so ein Chillroom. Bester Raum. Schau dir mal den Raum an, hier mit den... Dingen und so. Wow. Wow, Alter. Warum ist das nicht meine Insel? Ja, aber das frage ich mich so oft in den Streams, wenn ich sowas mache. Alter. Würde ich dir so sagen, Gina, du musst auch die Insel von Schwimmbad-Pommes sehen. Insane. Wirklich. Okay, hier. Oh mein Gott, so eine richtige Kletterhallenwand. Nice. Gefällt mir. Hier mit Dings, Deadlifts und sowas, weißt du? Deadlifts, Squats. Ich frag mal lieber jetzt nicht genau, was du da machst, ne? So. Let's go. Oh, was haben wir denn da? Die Häuser sehen auch... Oh, und das ist auch so ein krasses Detail mit der Gitarre hier, ne? Rekitz weiß Bescheid, ja? Ja, Rekitz weiß Bescheid. Wow. Nice. So eine Art kleiner... So ein Bahnhof hier, oder wie? Mit Post, lol. Wow. Oha. Das ist ja mal richtig nice. Du hast richtig schöne Ideen, richtig krass. Oh mein Gott, Victor, ich will den auch haben. Alter, meine Hose. Krass. Victor ist nice. Ja, viele Schüler beschweren sich momentan, warum sie die Maske im Unterricht aufhaben müssen. Das finde ich aber auch echt, also... Boah, das ist echt sehr, sehr... Krass, was da verlangt wird. Weil überlegt euch mal, so Schüler, die sind ja teilweise so 6 bis 8 Stunden da, ne? Hört ihr die Musik? Der Teegarten, ja, ich merke das schon mit der Musik. Wir haben 7 Stunden, ja, guck mal. Wow, das hier ist noch ein Haus, ne? Hotel? Hotel? Hast du extra einen Charakter erstellt, damit du auf deiner Insel bist? Hast du dann dieses Haus zu einem Hotel umdesignt? Ja, hast du. Oha! Ach du! Liebe Güte! Es sieht sogar voll gut aus. Mit Videoüberwachung, dann alles gedacht. Das gefällt mir, der Ofen gefällt mir, die Videoüberwachung gefällt mir richtig gut. 7 Stunden rumsetzen. Fabio hat noch Ferien. Das ist so müde. Oh mein Gott, hier sogar mit Dingen sind so, weißt du? Rezeption. Oh mein Gott, Unterwasserzimmer. Ich habe noch 4D mit dem Hotel, ne? Alter. Das ist die Präsidentensuite, oder? Mit Dusche, Digga. Kennt ihr diese krassen... Die Toilette, Bruder, würde ich ehrlich sagen, tu die Toilette hier hin. Weil hier ist so ein bisschen beim Laufen. Ah,
Die Toilette, tu die Toilette ruhig hier rein. Also hier, neben den Dingens hier. Machst du alles richtig mit. Und dann nochmal hier so. Oh mein Gott, Leute. Das ist sowas von durchdacht, wa? Ganze Einrichtung, auch diese zwei Dingen da, diese Hängedekorationsdingensbummens. Jawohl, Chef. Ey, Schwimmerpommes, du hast eine insane Insel. Du hast so die krassen Ideen am Start, ne? Nur eine Woche Ferien, aber gönn. Alter, guck doch mal die Lampe auch oben an, wie geil. Und dann auch wieder diese zwei Dekorationsdinger. Für diese Insektenköpfe über dem Bett da. Seit wann bist du on? Ausrufezeichen, Uptime. 1 Stunde 39 Minuten. Ey, ich liebe es. Ey, Schwimmbadpommes, ne? Was haben wir oben? Warum wusste ich, dass oben so eine Mensa ist? Sushi-Bar-mäßig. Hier ist dann die Theke, ne, fürs Bezahlen. So, oh mein Gott. Alter. Ja, ich will auch mal da drauf. Die Steine rechts und links. Dann die Steine da hinten noch, weißt du? Hier dann das Wasser da, was da runter geht. Dieser Gong dahinter, diese zwei Laternen. Die zwei Laternen nochmal da. Und dann noch dieses Tor. Oh mein Gott! Hast du einen Schlummercode? Oh ja. Ich glaube, den wollen viele haben. Und mich würde auch mal interessieren, wie viele Stunden du hast. Auch so kleine Wege. Oh mein Gott, ich liebe es. Also man kann sich hier echt inspirieren lassen, ne? Zwerg, wir trinken. Machen wir. Leider noch nicht. Mach mal. Oh mein Gott, dann ist hier so, oh mein Gott. Alter, schaut euch das mal an, meine Güte, wa? Ist das die Musik vom Johto-Turm? Von Ho-Oh, oder? So ein bisschen geheimer Onsen. Nice. Hätte mir gerne die Insel auch in Ruhe angeschaut. Die ist auf jeden Fall sehr gelungen. Ja, Gina, auf jeden Fall. Wow. Was soll ich noch dazu sagen? Jetzt mal ohne Scheiß. Die Insel ist sehr, sehr nice.